Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS22. Jawohl, das ist Dünger. Wir haben die Sonnenblumen jetzt runter. So 42.000. Die sind dann hier auch schon in der Ölfabrik. Ich habe die Flächen schon einmal mit der Messerwalze bearbeitet. Und wollen denn jetzt hier vorne haben wir hier dann gleich mal die Gerste rein. Arbeitsbreite ermitteln. Nehmen wir das einmal rüber. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Jawohl. Funktioniert. Ich sag, dann haben wir gleich hier eine Düngerstufe drin. Und wir sparen uns einen Arbeitsgang. Und zwar das mit dem der Scheibenecke. Das müssen wir dann nur machen, wo wir die Sonnenblumen rein drillen wollen. Wie gesagt, das Mehl. Das Mehl werden wir dann so gucken. Oktober, November, wann so der Höchstpreis war. Müssen wir dann einmal schauen später irgendwann mal. Aber dann haben wir eigentlich alle Felder durch, bis auf die Sonnenblumen. Also da oben, wo der Raps drin war. Und wir wollen ja ein Feld kaufen. Ich bin echt mal gespannt, was wir beim Mehl und den ganzen Krams kriegen. Die Gewächshäuser-Sachen, glaube ich, werde ich immer verkaufen, wenn der Anhänger voll ist. GPS ist es nicht. Sagen wir mal ein Fahrassistent. So, dann machen wir hier Gerste. Machen wir da hinten. Ah, ich wollte doch hier Weizen. Oder wir machen jetzt nur Gerste. Nächstes Jahr machen wir nur mal Weizen. So, wunderbar. Wir können mal kurz in die Probibudi reingucken. Hier Weizenmehl, noch 10.000. Hier Sonnenblumenöl, 42.000 Öl. Sonnenblumen. Wie gesagt, Dings. Verkehrt. Nochmal verkehrt. Ja, Sonnenblumenöl, Mehl. Mehl. Müsli. So Dezember, November, mal gucken, ob wir da es verkaufen. Um vielleicht doch irgendwo so einen guten Preis zu bekommen. So. Sag, dann wollen wir hier oben. Jetzt 288.000. Jetzt brauchen wir so 200.000. Weil dann haben wir alle Felder 2-2. Man hat das eine mehr als das andere, aber das wechselt ja in den Jahren.
So. Wunderbar. Sag mal, das hier alles Raps, Weizen, Gerste, Sorghum, Hafer, Hefe, alles in Direktsaat, bis auf die Sonnenblumen. So. Auf jeden Fall hat sich der Kauf hiervon gelohnt. Dann sparen wir echt den einen Arbeitsschritt. Aber ich hätte immer gedacht, Dings hier. Dann haben wir halt. Alle 3 Jahre das Flügen, also Tiefen lockern, wenn das noch so geblieben ist. Wartet mal. Nee, Glück. Ich hatte eben gedacht, man muss bei Sonnenblumen auch immer nachflügen. Ich glaube, das aber echt nur bei Mais drüben. So. So. Wie gesagt, wenn wir größer werden, glaube ich, brauchen wir auch noch einen zweiten Träger. Man hat jetzt hier alles mit ein. So. Vielleicht man könnte ja irgendwann gucken, ob man die beiden zusammenlegt. Oder hier alles. So. Machen wir gleich unten das Vorgewände weg. Fahren wir wieder hoch. Denk mal, das passt da drüben. So. Das sollte passen. So. So. Machen wir beides Gäste.
gesagt, dann kommt nachher nur... Guck mal, das ist echt so eine Senke. Da. Das. So, na, noch ein bisschen. So, das ist doch Weizen. Jawohl. Oh, die Ecke sollten wir nochmal irgendwie ein bisschen glätten. So. Kommen wir gleich hier oben hin. Ach so, anmachen sollte ich die auch. Haben wir das? Mehr Produktion ist noch nichts. Das, genau, dann müssen wir hier nachher einmal bis Pflanzenschutz, einmal Vorlaufbehandlung und dann ist das auch soweit. Und dann kommen wir irgendwann zum Zaster. Da bin ich echt mal gespannt, was Mehl und Rapsöl, also Öl und Mehl bringen. Sagt aber ohne Autolot. Nee. So wie die Paletten sind. Oh. Tempomat rein. So, da haben wir Weizengerste, da haben wir die Mehlproduktion. Raps ist ja hier und da hinten. Diesmal haben wir mehr Raps als letztes, also dieses Jahr. Und für Mehl haben wir auch 2. Für Öl haben wir sogar 4 Felder. Bin ich denn mal gespannt, was beim Öl... was wir denn nehmen? So. So. So.
Ich hoffe bloß, dass das für die Hühner reicht. Aber ich habe vergessen, dass da ja mehr Hühner jetzt drin sind. Dann bräuchte ich ein bisschen mehr Futter. Aber werden wir das zur Not kaufen. Da waren ja vorher nur 50, 100 Hühner, da der Stall ist ja fast voll. Das ist leicht. Ja, ein bisschen früh eingesetzt, aber egal. In diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut und macht's gut.